Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen. Der Tag nach der Horde. Wir haben es überlebt. Und jetzt geht's endlich los. Seit 20 Folgen oder so habe ich, glaube ich, dieses richtig geile Minibike, sogar mit einer violetten Small Engine. Aber ich hatte nie genug Benzin. Unser Tank ist zu 85% voll. Wir fahren Richtung Westen, bis er leer ist. Füllen den wieder ein, füllen die letzten beiden ein, die ich da im Einkaufskorb hinten drinnen habe, und fahren dann wieder zurück. Einfach mal, um zu sehen, was die Karte noch alles so hergibt. Ich freue mich drauf. Aus dem Grund. Yay! So. Die Steuerung ist etwas gags, weil man muss, man kann. Bäh. So, ich habe mir die Karte gesetzt. Lustig ist, dass er mehr tritt als fährt. Lustig ist, es ist ein Tret-Minibike. Wieso auch immer der so komisch fährt. Ja, schauen wir mal, was die Karte so hergibt Richtung Westen. Straße wäre mir fast lieber, ehrlich gesagt. Kann ich dich überfahren, Dicker? Boots! Vielleicht hätte ich tatsächlich die Horde auf dem Minibike begrüßen sollen. So, 96%. Komischerweise zeigt uns da der Balken. Ah, 82% Gas. 96% ist unser Minibike noch okay. Ja, und ihr seht es schon, warum ich auch auf alle Fälle mit der Alpha 15 neu starten möchte, nämlich in Nevis gehen. Die Random Generated Maps sind zwar spannend, weil man tatsächlich immer was anderes hat, aber die Gegend ist mehr als nur Trist. Trist. Schnauze, Zombie. Wir nehmen niemand mit. Ich bin jetzt doch schon, also zu Fuß wären wir da jetzt sicher einen Tag unterwegs gewesen. Und da kommt nichts. Da kommt nichts. So, Moment, ich muss noch aufpassen. Wieso fahrt er denn eigentlich nicht wirklich? Es ist total lustig, dass er da eher so mit dem Tretbike rumdüst. 79% Gas. Wow. Vielleicht sollte ich nochmal absteigen und nochmal aufsteigen, hä? So, ich versuche immer mit der Maus zu lenken, aber tatsächlich mit der Maus kann man nur die Blickrichtung, kann man die Kamera ändern, und gesteuert wird tatsächlich mit WASDF, also einfach. So, da kommt nichts. Schaut euch das an. Und das finde ich etwas frustrierend, und deswegen möchte ich auf alle Fälle, wenn die Alpha 15 rauskommt, neu starten. Wir werden. Ja, Forge und so weiter, das kriegen wir ja alles hin. Das ist jetzt nicht die große Hexerei. So, wo sind wir denn? Das Geile ist nämlich, man kann die Map nicht aufmachen, wenn man am Minibike sitzt. Oh. Ah, jetzt fahren wir richtig. Also einmal absteigen und wieder aufsteigen hat gehelft. 76% haben wir schon verbraucht. Oh, da sind wir im verbrannten Biom. Ich fahre jetzt mal einfach da die Straße lang. Schauen wir, wo die Straße hinführt. Da, und da ist nämlich das richtig grüne Biom. Das ist eigentlich das, das ich eigentlich gerne habe mit den Laubbäumen. Intelligenterweise habe ich jetzt mal wieder keine Range mit, sonst hätten wir ja da. So, dich kriegen wir auch noch. Oh no, dich kriegen wir nicht. Schade. Sonst hätten wir tatsächlich einfach die Autos weiter branchen können. So, sehen wir. Da bewegen wir uns wieder zurück Richtung Stadt. Das heißt, wir fahren die andere Richtung runter. Wir haben es ja im Moment. Ich finde es so geil, das Minibike. Vielleicht erwischen wir ihn jetzt beim Zurückfahren nochmal, wenn er auf der Straße herumläuft. Man weiß es nicht so genau. Ah, er ist weg. Also ich dachte, nee, mit solchen wahnsinnigen Verkehrsteilnehmern möchte ich nicht, selbst als Zombie, nicht spazieren gehen. Oh, ein richtig geilen Scheinwerfer. Aber das ist halt das Problem an Random Generated. Es tut sich nicht viel. Und also alleine wäre ich das jetzt zu Fuß abgelaufen. Hey, 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 Moment mal, da haben wir eine Tankstelle. Really?
Wir haben eine fucking Tankstelle in der Nähe. Splint, Splint, brauchen wir nicht. Dann hätte ich ja gar nicht so viele Autos looten müssen, ha? Weil nämlich bei der Tankstelle kann man daher gehen und sagen Search und findet 425 Gascans. Vice versa, auch da. Ist so geil. Wenn man denkt, wie lange ich benötigt habe, um an die 1000 Dinger zu kommen. Die Kate Mother. Honig. Honig habe ich vergessen mitzunehmen. Ist nicht schlecht. Zwecks Vergiftung war das halt. Ja, Miso-Suppe. Oh. Wo stöhnst du in der Gegend rum, Alter? Und wenn ich jetzt auch noch in Crossbow Schematics finde, dann kann auch ruhig die Horde Tag 42 kommen. Schlimmer als 42 wird es nämlich nimmer. Also das ist tatsächlich, Horde 42 ist das Maximum. Dann bleiben die Horden auf einem konstanten Level des Wahnsinns. Orange Schematics, ich glaube die kann ich sogar schon. Finde ich jetzt blöd, ich hätte jetzt viel lieber, So, was ich aber schauen möchte, ist, wo sind wir denn da? Naja, doch relativ weit weg von unserer Forge-Hütte, aber da merken Tankstelle beim Kreuz. Ja, du Scheiße. Und ich hab ja, Wir brauchen Papers. Zum Glück habe ich fast keine Papers weggeworfen. Dann können wir die Shotgun-Shells craften. Wollte ich jetzt nochmal kurz herzeigen. So, 12 Uhr hast du nicht gesehen. Vielleicht haben wir da drinnen Search White Sedan. Nein! Ich bin ohne Axt und so losgestartet in mein... ich bin ein... Also, nein. How fucking stupid I am. Aber das macht ja nichts. Wir haben da... Schaut euch das an. Wir haben schon wieder... Oh. Ja, Axt und Spitzhacke. 2800, ja, dann fahren wir noch mal kurz heim. Und dich werden wir aber gleich hoch einfüllen. Gas. Na gut, so, es wird düster. Das macht aber nichts. So, fahren wir mal da weiter. Rechts oder links? Oh, wohin? Wohin wollen wir denn? Links geht's zu... Fahren wir da runter. Scheiße, steht alles im Weg. I'm on a way to hell. Im wahrsten Sinne des Wortes, da hört die Straße auf. 90 Grad Winkel. Wer baut solche Straßen, um Gottes Willen? Da werde ich mich doch gleich in Central City beim Straßenbauamt beschweren. Einfach so mal. Aber geil ist, es gibt eine Tanke in der Nähe. Oh. Dich erwischen wir. Schade. Schade. Erwischen wir das Hühnchen? Ja, aber komplett. Eigentlich sollte ich jetzt aussteigen und das Hühnchen looten, aber naja. Überfahrenes Hühnchen schmeckt jetzt auch nicht besonders. Aber die Federn. Wir hätten Federn looten können. Keine Ahnung, wo wir sind. Ich weiß es nicht. Machen wir mal kurz. Fragen wir mal nach dem Weg. Das finde ich scheiße, dass man nicht... Oh. So, Moment einmal. Ja, wir folgen einfach mal diesem Straßenverlauf. Da ist die Forge-Hütte und da ist die Tanke. Ja, fahren wir einfach mal da über den Hasen drüber. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin ein schlechter Mensch. So. Da sind wir wieder im grünen Biom. Aber es gibt halt wenige Gebäude. Aber es ist ja cool, dass es eine Tankstelle in der Nähe gibt. So, und was haben wir da? Da komplett ungeplanten Straßenverlauf. Also, ihr seht es schon. Der Landschaftsgenerator ist zwar schon ziemlich gut, aber weit weg von perfekt. Also ziemlich gut ist etwas zu wenig. Also da kommt auch nichts. Schaut's mal. Oh, Achterbahn. Ich komme eher vor wie bei Stunt Cars als irgendwie in einem Survival-Spiel.
Welche Richtung sind wir denn unterwegs? Wir sind noch immer Richtung Süden unterwegs. Tankfüllung 74%. Alter, da können wir noch eine Zeit lang fahren. Und das meine ich halt. Also in Neveskin hätten wir da jetzt schon richtig geile Dinge gefunden. Und Spezialgebäude ist ein Hund. Ich weiß es nicht. Ich fahre so schnell. Ich erkenne das nicht, Herr Inspektor. Geschwindigkeitsbegrenzung. Puh. Nordwesten. Und das wäre halt total... Oh, da hinten haben wir wieder ein Gebäude. Das ist halt total frustrierend, wenn man folgenlang einfach nur in der Gegend rumläuft. Was haben wir da eigentlich für einen Shop? Poppenpilz, da haben wir eine Apotheke und eine kleine Ortschaft. Wohin fahren wir jetzt? Ich könnte mal nach dem Weg fragen, ha? Wo sind wir denn jetzt? Oh, wir fahren da weiter Richtung Süden. Fahren wir mal da Richtung Süden. Yay. Das hat sich jetzt komplett rentiert. So, Lili, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Das tat weh. Norden und dann da runter. So, immer schön den Benzintank im Auge behalten. 69%. Ja, da geht noch was. Können wir die ganze Nacht durchfahren. So, ich fahre jetzt aber wieder in eine Richtung, wo ich glaube ich gar nicht hin will. Da schaut sich das an, wie weit das weg ist, und wir haben genau da die Tankstelle gefunden und sonst nichts. Wir fahren da jetzt einfach mal die Straße hoch. Überfahren die Sau. Oder auch nicht. Schade. Da haben wir eine Kirche. Da ist, glaube ich, der Friedhof. Ich bleib da wieder an diesem mini kleinen Gags-Dingens hängen. Ja. Okay, ich möchte aber wieder zurück zur Straße. Da kann man die Gräber ausgraben und findet halt in den Boxen hier und da Loot, aber jetzt auch nicht viel besser als überall anders. Unten haben wir noch ein Haus. Gut. Ah, wir haben Benzin genug, wir könnten die halbe Karte abfahren. Was mir abgeht, ich habe in der Karte oder auf der Karte noch kein einziges Schneebiom entdeckt. Also auch da die Relation zwischen den Biomen ist relativ unausgeglichen, finde ich. Schauen wir mal, was die Alpha 15 bringt. Ich weiß es nicht. Also ich würde gerne in der Alpha 15 Neveskin spielen. Vor allem, ich kenne Neveskin nicht wirklich. Also die Standard-Landkarte von Seven Days to Die. Da gibt es ja die Hardcore-Spieler, die schon seit mehreren Alpha-Versionen dabei sind. Die wissen ja schon ganz genau, ja klar, an der Kirche gehst du vorbei und beim zweiten Schotterweg, der abbiegt, gehst du einfach entlang und dann kommt da oben eine Tankstelle oder so. Ich kenne es nicht, ich bin halt nur begeistert, dass es extrem viele Dinge gibt. Also ich habe da mal kurz auf die Karte gesehen, da gibt es sogar eine Ortschaft, die auf dem Wasser steht mit Holzpfeilern und so. Das macht die Sache, glaube ich, doch um einiges spannender. Ich meine, schaut euch das an, wie lange ich jetzt schon wieder unterwegs bin. 61% Tankfüllung, Hühnchen. Ja, doch nicht. So, schauen wir mal, checken wir mal die Lage. Da nichts, tote Ebene. Und das hätten wir zu Fuß nie, never ever entdeckt. Dann würde ich mal sagen, schauen wir da noch hoch und dann geht es wieder zurück. Setzen wir mal da so in etwa in der Richtung den Waypoint. Was da noch so kommen mag. Dann fahren wir halt querfeldein. Beziehungsweise die Straße, die... ich lenke schon wieder mit der Maus. Ich muss aber mit den Tasten lenken. Running on a highway. Aber wenigstens zum Glück haben wir einen relativ guten Motor gefunden, weil sonst hätten wir uns da in Schritttempo jetzt die Straße hochbewegt.
Aber ja, es ist. Kartenpark? Was haben wir da? Noch eine Tankstelle, noch eine Tankstelle. Blöd, aber halt die ganzen Tankstellen. Wobei, das war jetzt, das merkt man, das war eine kleine Tankstelle. Da war jetzt nicht allzu viel zu holen. Die Fässer brauchen wir zum Sprengern. Die reißen richtig böse große Löcher in den Boden und in die Landschaft. Und nachdem ich ja die Schematics nicht kann, von wegen. Oh, ist ja geil, die Tankstelle ist mit Dingens abgesichert. So, dich haben wir schon durchsucht. Schauen wir da noch ins Auto. Ja, blöd, ich habe die Axt nicht mit, aber ich möchte ja eigentlich so wirklich looten, möchte ich ja gar nicht. So, geißen wir dich mal auf. So. Weiter geht's, es wird dunkel, wir fahren dann in der Nacht spazieren. Und wir haben mal wieder eine Sackgasse und das ist auch mühsam, dass es so viele Sackgassen gibt. Dead Ends. So, wohin? Süden? Fahren wir mal in den sonnigen Süden. Lady! Lady! Das tut mir leid. Wie viel haben wir? 68%. Und noch 2 oder 4, 2, 3 oder 4, ich glaube 4000 Liter Benzin. So, keine Ahnung, wo wir jetzt unterwegs sind. Oh, wir jumpen da runter. Oh. Evel Knievel Style. Ja, aber ich sage euch was, ganz ehrlich. Alpha 15 wird für mich ein Neustart in Nevis gehen. Da ist ja echt nichts. Okay, da haben wir jetzt wieder das verbrannte Biom. So, wir bewegen uns jetzt Südosten. Schade, dass ich keine Minimap einblenden kann. So GPS-systemmäßig. Dass man tatsächlich jedes Mal stehen bleiben muss, um auf die Karte zu sehen. Hey, das war ja fast ein Willi. Na ja dann. So, wohin jetzt? Jetzt drehen wir uns Richtung Osten. Schon langweilig irgendwie, oder? Ah, schau mal, die Autobatterie hat 100%. Wird die leer? Das wäre überhaupt das Schlimmste, wenn ich einfach lang rumstehe und die Batterie auf einmal leer ist und ich dann anlaufen muss. Oder vielleicht ist er deswegen am Anfang gelaufen. Ich muss mir die Aufnahme mal nochmal ansehen. Mag ja da eigentlich nicht stehen bleiben. Da gibt es ja meistens Hunde und so. Aber wo sind wir denn? Ja, schaut euch das an. Ich meine, ja, da ist eine Tankstelle, da ist eine Tankstelle. Vielleicht hätten wir da noch runterfahren können, aber wir bewegen uns jetzt in die Richtung. Ich setze mal da den Quick Waypoint. Ich möchte da weg. Ich möchte in der Gegend nicht allzu lange stehen. Na bitte, wie auf Kommando dreht sich die Straße und wir sind Richtung Heimat wieder unterwegs, ein Stückchen. So, jetzt sind wir Richtung Osten unterwegs und zwar nördlich von unserer. Eigentlich müssten wir nördlich der zentralen Stadt sogar fahren. Das finde ich ja so derb, wenn es dann richtig schön den Hang runter geht. Oh, Serpentinen-Style. Und oh. Cool, kleine Ortschaft. Boah, der hat aber komisch gelungen. War das der Doppler-Effekt auf Zombies angewandt? So, wir sind jetzt schneller, als mein Rechner die Landschaft berechnen kann, aber wir haben da eine Stadt. Wir haben da tatsächlich eine Stadt im Halbwüstenbiom. No, da werde ich dir nicht runterfallen. Crack a book.
Ja, okay, crack a book. 18 Uhr hast du nicht gesehen. So, wie sieht's denn außerhalb aus? Relativ safe. So, komm, klopf dich durch, Mädel. So, die ist gleich heraus, das finde ich okay. Hast du ein Buch für uns? Nee, nur Schimmeltoast. Vielleicht finden wir ja in Crack-A-Book endlich die so dringend benötigten. Geh, komm, mach die Tür auf. Klopf dich durch, du schaffst das. Die dringend benötigten Schematics für ein Crossbow. Essen wir mal was, bitte, Alte. Oh, da ist sie schon, da ist sie schon. Oh, oh. Man stört niemand beim Essen. So, 19.10 Uhr. Zumindest kann ich jetzt die Papers mitnehmen. So, wo ist der? Ja, Crossbow Bolt Schematics, super. Bin gerade leicht nervös. Die klingen nämlich sehr nah. Shotgun, Red, Reed. Ah, leck mich, ich will Crossbow haben. Ja! Schon wieder diese depperten Kapuzen-Schematics. Also wie oft ich die jetzt schon gefunden habe. Da ist der Scheiße. In your face! Du machst mich nämlich leicht nervös, wenn du da rumlärmst. So, jetzt ist still. Jetzt kann ich da in Ruhe mal. Ich glaube, die kann ich sogar gar nicht. Ja, wirklich extrem viel senseless. Ich meine, das kann ich alles schon. Ich finde lauter Schematics, die ich kann. Also da müssen es noch ein bisschen was dran schrauben und drehen. So, ich möchte nur auf alle Fälle draußen sein, bevor es... Hey, Gas Can Schematics, geil. First Aid Kit kann ich schon. Leather Leg Armor, nice, konnte ich noch nie. Slugschematics kann ich leider auch schon. Komm schon, bitte. Vier Regale noch. Crossbow. Nee, ich finde den Crossbow nicht. Nimm mal Papier mit, wir können ja Shotgun-Dingens machen. Und Leather Glove Schematics, egal. Leveln wir das halt hoch. So, das war's. Wow! Hohoho, ho, ho. Gut, wir haben alles durchsucht. Leider, schade. Nicht, was ich wollte. Wohin als nächstes? In die Richtung. Nach Osten. Oder darauf. Ich weiß es nicht. Hauptsache, wir fahren. In der Nacht möchte ich jetzt nicht unbedingt so 50% Benzin haben wir noch. Und ich hoffe doch, wir fahren schneller als die Mistdinger laufen können. Ob wir wirklich schneller fahren als die Mistdinger laufen können, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.